Sura 73, Al-Muzzammil, der Verhüllte, offenbart zu Mekka 20 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, O du Verhüllter, verbringe die Nacht stehend im Gebet, bis auf wenige Zeit davon, die Hälfte von ihr, oder verringere sie ein wenig, oder füge ein wenig hinzu, und trage den Koran mit Tartil vor. Wahrlich, wir werden dir ein gewichtiges Wort zukommen lassen. Wahrlich, der Anbruch der Nacht ist die beste Zeit zur Selbstzucht und zur Erfassung des wahren Sinnes der rezitierten Worte des Korans. Du hast ja gewiss während des Tages eine lange Beschäftigung und gedenke des Namens deines Herrn und wende dich ihm von ganzem Herzen zu. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es ist kein Gott da außer ihm, darum nimm ihn zum Beschützer und ertrage in Geduld alles, was sie reden. Und halte dich von ihnen in angenehmer Weise zurück. Und überlass mir diejenigen, die die Wahrheit leugnen und sich des Wohllebens erfreuen. Und gewähre ihnen eine kurze Frist. Bei uns sind wahrlich die Fesseln und Jahim und erstickende Speise und schmerzliche Strafe an dem Tage, da die Erde und die Berge erbeben und die Berge ein Haufen zusammengesunkener Dünen sein werden. Wahrlich, wir haben euch einen Gesandten geschickt, der euer Zeuge ist, wie wir zu Pharao einen Gesandten geschickt hatten. Doch Pharao widersetzte sich dem Gesandten, darum erfassten wir ihn mit einem schrecklichen Strafgericht. Wie wollt ihr euch, wenn ihr ungläubig seid, wohl vor einem Tag schützen, der Kinder zu Greisen macht? Der Himmel wird sich an ihm spalten, seine Verheißung muss in Erfüllung gehen. Dies ist wahrlich eine Ermahnung. So nehme nun, wer da will, den Weg zu seinem Herrn. Dein Herr weiß wahrlich, dass du im Gebet etwas weniger als zwei Drittel der Nacht stehst und manchmal eine Hälfte oder ein Drittel der Nacht und ein Teil derer, die mit dir sind, tut desgleichen. Und Allah bestimmt das Maß der Nacht und des Tages. Er weiß, dass ihr sie, die Ausdauer, nicht immer werdet aufbringen können. Darum hat er sich euch mit Nachsicht zugewandt. So tragt denn so viel vom Koran vor, wie es euch leicht fällt. Er weiß, dass einige unter euch krank sein werden und andere, die im Lande umherreisen, nach Allahs Gnadenfülle strebend und wieder andere, die für Allahs Sache kämpfen. So tragt von ihm das vor, was euch leicht fällt und verrichtet das Gebet, und entrichtet die Zakat und gebt Allah ein gutes Darlehen. Und das, was ihr an Gutem für eure Seelen vorausschickt, werdet ihr bei Allah als besseren und größeren Lohn finden. Und bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist allvergebend barmherzig.